Und wir heißen Super Mario 64, los! Los, oh yeah. Los, in der Lava-Welt, die sich dann nennt Lava-Lagune. Und hier wollen wir euch electrifyen. Werfe Big Bully in die Lava. Yeah, we will electrify you right here, right now. Sei nicht schüchtern. Sondern wehre dich, wenn jemand versucht, dich von der Plattform zu schmeißen. Ach, diese Welt. Das wird mit Pfeiltasten sehr lustig werden. Okay, der geht hier ja noch, aber was dann scheiße wird, ist im Vulkan. Ja, im Vulkan. Ich weiß nämlich genau, was du meinst. Im Vulkan, das war... Im Vulkan. Die Zuschauer wissen, was ich meine. Das ist die Hauptsache. Ich versuche ihn in die Lava zu stoßen, aber er macht's vor, wie es gemacht wird. Das ist Big Willy? Nein, aber ich will halt ein paar Münzen, weil mein Leben im Ass ist. Ich wollte sagen, Big Willy sieht irgendwie nicht so ganz big aus. Ich will doch nicht big. Ist wohl small, Willy. Oh, ist das witzig vielleicht. Aber nur vielleicht. Das sind doch Münzen, was hast denn du? Da wusste ich nicht. Ja, die sehe ich von hier. Von bug, dem Computer hier aus. Bug, schön gebuggt, Mario. Juhu. Da vorne ist gleich Big Bully auf der Plattform. Man sieht ihn auch schon, dank des geilen Grafikbugs. Ja, also siehst du ihn nicht? Ach, erstmal die hier? Ach, natürlich, du musst erstmal die Kleine hier besiegen und dann kommt Big Bully. Das ist ja unfair. Oh yeah. Das heißt das ist für ihn einfacher, weil du bist ja schon geschwächt. Mhm. Ja, und du bist schon geschwächt, wie gesagt. Jo. Ich kann mich denn gar nicht mehr dran erinnern. Okay, Nummer 1 ist Dern. Am besten ist es einfach, die Dinger hier immer so an die Kante zu locken und dann zuzuschlagen. Und dann zu failen. Nach Möglichkeit, nicht die Luft zu schlagen, sondern die Bullies. In etwa also die Small Bullies. Ja. Achso, so ungefähr, also indem man daneben schlägt. Aha. Bam! That was number 2! Was? Das findet der Big Bully dann nicht so cool, dass er seine Small Bullies da reingepackt hat. Genau. Kommt der raus und. Oder die fusionieren alle zu Big Bully. Das kann auch sein. The Big Return, you know? Leute, es ist auf der Plattform. Ja. Na gut, er ist von selbst da. Hineingegangen, hier ist Big Bully. Ach doch, das habe ich mal gemacht. Doch, ich erinnere mich. Okay, es genügt auch, wenn ich ihn einfach bespringe. Ah, gleich ist er down. Good night, fella. Let's dance. Und hier ist der Stern Nummer uno dieser Welt. Here we go. Und insgesamt unser 33. Yeah. Und geh wieder rein. Los. Nö, erstmal muss ich speichern und Ende machen. Denn das ist gut für diesen Part. So, was steht denn jetzt? Also jetzt halt, werfe die Bully in die Lava. Du hast gemacht, besiege die Bullies, nicht werfe Big Bully in die Lava. Wo ist denn Big Bully? Eine Plattform weiter, oder? Ach, der ist eine Plattform weiter. Ja, also das war auf jeden Fall nicht Big Bully, das war nur werfe die Bullies in die Lava. Ja, aber dann kam trotzdem Big Bully. Das ist ja... Ja, ist, aber nicht diese dann, Plattform. Pass auf, Big Bully ist ja so wichtig, dass er zwei Auftritte bekommt. Richtig. Ja, das ist ja mal nice. Muss ich ja mit dieser komischen Plattform da fahren. Wie gesagt, ich möchte nochmal betonen, das war nicht Big Bully, das war noch Mittelbully. Zur Mittelbully? Das war Mittelbully. Okay. Meinst du, Big Bully ist noch bigger? Ja, ich denke schon. Dann war, glaube ich. Da war, glaube ich, noch ein Stern, wo er über so einen Baum stammen muss oder so. Oh so, ja, das wird hier mit Pfeiltasten sehr witzig. Ach ja. Er steht in der Lava, aber das juckt den Mann nicht. Nö, überhaupt nicht. Kugel. Komm jetzt, Mario. Da erwartet uns jetzt Big Bully. Da ist er. Ist er als Middle Bully? Er ist bigger, oder? Keinen specialigen Auftritt hier. Na komm. Findest du ihn denn schwerer? Oder ist er genauso einfach? Ach, der ist total schwer. Weißt du, als kleiner Furz, weiß ich noch, ne? Der Stern erscheint jetzt da. Habe ich mal gefailt, weil ich es nicht gepackt habe, die Plattform hier hochzukommen. Weil die verschwinden, wenn du auftrittst. Genau deswegen. Aber. Das Glück ist mit uns. Das Glück ist mit uns. Fortuna war mir da hold. Und wir haben Star Number 2, der eigentlich Number 1 ist.
werfe Big Bull in die Lava. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Und wir gehen weg. Und das ohne zu beenden, möchte ich nur anmerken. Jo, hammer gut. Ich finde die 8. Nee, ich hab's gesagt. Nö, ich. Ich war erster. Ja. Die befinden sich allesamt auf der Bowser-Schiebeplattform. Echt? Ja. Die da irgendwo ist, aber. Okay, ich glitsch durch die Brücke, mein Glück. Wieder mal war mir Fortuna. Fortuna war mir voll, weißt du? Fortuna war mir voll, ja. Möchte ich nochmal betonen. Wie. Ist hier noch was Specialiges außer halt? Also musst du irgendwas mit dieser Bowser-Schiebenplattform machen? Nö. Also ist einfach nur da, um dir das Leben bei den roten Münzen schwer zu machen. So schaut's aus. Also, hier sind die roten Münzen ja mal mega einfach. Findest du? Nee. Also ich finde es doch total schwer. Ja. Okay, guys. This is star number 3. Me, 35, fella. Nee, ich zähle erst 3 im ganzen Spiel. Ach so. Okay. Also rein theoretisch, ne, haben wir jetzt die Hälfte der Sterne, die wir benötigen, um das Spiel zu beenden. Denn man benötigt 70, um die letzte Star-Door zu open. Genau. Jetzt habe ich nicht geguckt, was da stand. Das sind die Missionen. Tanze auf dem Baum. Tanze auf dem Baumstamm. Aber du musst dann tanzen. Laufen zählt da nicht. Ich muss da tanzen. Na gut. Das habe ich damals gemacht mit dem Baumstamm, das weiß ich. Ja, siehst du. Da war ich doch gar nicht so falsch gelegen mit dem Let's Dance. Doch. Doch. Warst du. Doch, warst du. Komm, stirb. Warum tötest du die jetzt? Weil die mich ja stören. Nicht. Du störst sie auch. So, jetzt kamen hier diese komischen Feuerfontänen aus der Lava geschossen. So, nein. So shoot, weißt du? Weißt du, Fella? Nee, ich weiß das irgendwie nicht. Huch! Aus dem Weg, Mario. Oh. Merkst du meine... Was merke ich? Setzen an. Okay, Leute. Man kann es ja nicht mit einem Long Jump packen. So viel ich weiß. Aber ich möchte das nicht riskieren. Yes. You're awesome. Thank you. I know. Star number 4 in this world, bitches. Das sieht aus wie Kurs Fragezeichen. Jo, irgendwie schon, ne? Kurs. Wie viele? Ich weiß nicht, welcher Kurs das war. Erkunde den Vulkan. Das wird ein bisschen lustig, weil die Plattformen da nicht die größten sind. Der hat ja nichts für. Doch. Du bist der Erfinder dieses Spiels. Das ich glaube, das hat leider auch gemacht. Oder? Ja, das hast du das gemacht? Ja, ich glaube schon. Ist es nicht ungesünder, hineinzujumpen? Denn. So. Ich glaube, wir müssen hier sogar zweimal in den Vulkan. Das weiß ich nicht. Ich war da einmal drin. Ja, ich war da definitiv einmal drin. Ich erinnere mich an diese Münze. An diese Münze habe ich mich erinnert. Oh, okay. So, hier müssen wir aufpassen, dass wir nicht von der Wand gesquashed werden. Ja, und da muss man auch aufpassen, dass man da ja hochspringen kann. Ja. Was hast du denn? Hat doch wunderbar geklappt. Beim ja, ersten klar, Try. Also, auf jeden Fall. So. I will eliminate you. Why like do you this. Want to eliminate small bully? Because I don't like bullies. We are here at the bully beatdown, fellas. Gut, muss ich hier... Ja, passt das so? Yeah. Nee, das passt so nicht. Nee, pet. Das passt so nicht. Passt es nicht, Minky? Nee. Nee, das hat so überhaupt nicht gepasst. Und das hier hat auch nicht gepasst, oder? Nee, ich glaube nicht. Wo ist der Stern eigentlich in diesem Vulkan? Nee, ich weiß es nicht. Geht's noch höher? Meinst du, es geht noch höher? Ja, ich glaube schon. Hey, wo hast du den denn her? Weiß ich nicht. Der ist auf einmal aufgetaucht. Hast du gesehen? Hast du gesehen? Ja. Hast du gesehen? Habe ich nicht gesehen, ja. Mhm. So, erkunde den Vulkan. Möchte ich aber nicht. Doch, haben wir jetzt aber. Und jetzt müssen wir nochmal in den Vulkan, weil es so schön war. Mit der Aufgabe. Gewinne im Vulkan an Höhe. Also irgendwie ging die Welt jetzt
schnell, oder? Kommt ja. mir das nur so vor? Nee. Nee. Da kannst du gleich die 100 Münzen noch machen. Na gut. Das dauert bestimmt. Das wird 100 pro immer sehr lange dauern. Wir hätten besser planen sollen, dass Warum? Wir die 100 Münzen-Dinger immer. Beziehungsweise am Ende vom Let's Play machen, wenn wir alle Sterne haben. Das können wir auch machen, mir ist das egal. Das heißt, dass wir erst alle Sterne im Level holen, also die regulären. Und dann, Ja. Die 100. Weil ich finde, es ist hier immer so ein bisschen langatmig, weißt du? Und Ja. Erzähl mal. Wenn wir das. Erzähl mal. Ist mir eh egal. Moment, ich bin hier falsch. Ich muss jetzt hier. Fast runterfallen. Den anderen Weg einschlagen, Kinders. Guck mal, der Boden ist aus Smarties. Bitte? Der Boden ist aus Smarties. Ja, yeah, viele bunte Smarties. Da geht's jetzt nämlich lang, Fellas. Nee, das ist falsch. Mit der Plattform. Die da zufällig ist. Ja. Ich hab in Erinnerung, dass das Kacke war. Ich weiß es aber nicht. Jo, also stehen bleiben, ey. Mann, Mann, Mann. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, ist das Kacke. Oh Gott, du musst stehen bleiben. Kannst du Mario packt das? Ich glaube nicht. Seine ulkigen Füße halten sie ihn, seine ulkigen Füße. Ich meine, er muss stehen bleiben. Und springen! Oh, das war knapp. Oh ne, nicht der Kack. Ah. Huch, lieber mal da in Deckung gehen. Hoch! Schneller! Aber guck mal, wenn Mario da reinspringt, ne, hätte er quasi auch anders springen können und direkt beim Stern landen. Ja. Wenn er schlau gewesen wäre. Oh! 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 Mann! Zum Glück lande ich hier. Zum Glück lande ich hier. Die hatten Mitleid, guck. Ja, super. Ey, das ist ja schlimmer als deine. Sind ja schlimmer als meine Fails in der Fliegewelt da. Wieso? Das ist gar nicht so einfach, auf so einer kleinen Plattform zu stehen mit Pfeiltasten, ey. Das ist gar nicht so einfach, auf so einer doofen Fliegewelt zu fliegen. Ja, ja, das kann jeder sagen, ne? Ja, wie viel Mal hast du hier aufgenommen? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Also, eine Milliarde Mal? Nur so 3-4 Mal gesehen. Ja, die Zuschauer, nur wenn du das alles veröffentlichen würdest, ne? Würde, ja, glaube ich, nur diese Passage länger als das gesamte Let's Play sein. Lass mich halt. Nö. Ist nun mal schwer, du hättest halt auch nicht hingekriegt. Doch. Nee. Wollen wir wetten? Nee. Okay. Siehst du weißt, ich hätte es hinbekommen. You know it, fella. I don't know it, fella. Kann er von hier den Jump packen? Ausgeschlossen, oder? Nee. Von daher. So. Wir werden gleich nochmal in die Welt gehen, Freunde, denn er wird nochmal runterfallen. Ja, das werde ich. Aber erstmal nehme ich den Star mit. Here we go. Okay, finished. Finished. Ja, wir machen das wirklich mit den 100 Münzen erst am Ende des Sets. Denk schon. Gut. Hab ich langsam gesprochen? Bitte? Hab ich langsam genug gesprochen? Ja, absolut. Hier gibt's ja nicht mehr viel bis auf Nessie-Welt und hier Ägypten. Und U-Boot. Ja gut, aber... Und U-Boot. Ich mache Ägypten. Nee, ich mach Ägypten. Du machst Nessie-Welt. Nö,